Ey, überleg mal, was das Klebeband schon alleine gekostet hat. Was? Na, außerdem. Ja. Na, aber wie gesagt, lass dir so einen Scheiß nie wieder hin. Wisst ihr was, wenn er so schlau ist, dann scheiß er den mal. Wenn er weiter so macht, ich glaube, da kommt man dann fahren wir das Grill ja mal hin. Da. Dann drücken wir das Spraydose und hat noch ein paar Eier oder was. Keine Ahnung. Ey, ich kenne auch viele aus Gabel. Ja, und na, ich bin Maler, ey. Muss mich verarschen, aber. Ja, ich war in Angermünde gewesen. Jo, war nicht schlecht, außer Scheißwetter. Also, ich arbeite beim Moral, ich bin der Russen, ey. Ey, Schneetreiben, richtig Hochwasser, tralala. Ja, war richtig vom Feinsten. Ich hab so ein Rotzwetter da, ich hab da noch nie gehabt. Ja, du wärst nett, wenn du mich anrufst. Ich muss morgen, ja. Morgen einen Termin warm. Alles klar. Ich hab dir versucht auf den Dings zu quatschen, aber der war muss hier. Ja. Du musst mal angehen. Wenn. Ja, was denn? Brauch aber. Ja. Ja, sag ich ja, kalt. Entweder hast du zu dünn gekleistert. Man kleistert, wenn du einen tiefen Grund sprichst, kleistert man die Hände nicht vor. Pass auf, dann hast du genau den anderen Effekt. wenn du, pass auf, tiefen Grund, wie hast du verdünnt? 1 zu 5? Gar nicht verdünnt? Du hast, oh, ey, das ist so, als wenn du Ölfarbe sprichst. Und das ist scheiße, da hast du genau den Gegeneffekt, was du eigentlich machen wolltest. Tiefen wurde es nur für saugende Untergründe, so wie Gitzputz, Stein. Ja, richtig. Guck mal, du bist ein Trockenbauer, ne? Stell dir mal eine Frage. Es gibt gelbe, also helle graue und grüne. Warum sind diese unterfarblich? Warum sind die unterfarblich? Weil die anders beschichtet sind, sie haben Bestand, richtig. Und wenn du dann noch was draufknallst, dann hast du noch einen gleichen Gegeneffekt. Dann sperrst du das nämlich ab und dann ist wie, als wenn du eine Ölsockel tapezierst. Du Nase. Eine Ölsockel musst du auch da grundieren, gell? Oh. Gute Frage. In dem Moment, du nimmst den normalen Anstrich, was fest ist, ich sag mal, normale Wandfarbe, Bild der Wandfarbe, genau, richtig. Weiße Wandfarbe hoch, damit neutralisiert wird und dann tapezierst du drauf und dann ist gut. Hast einen wunderbaren Untergrund. Dann sagt ihr mal, man mocht einen Tapezier für den Untergrund. Ich sag mal, das ist nicht einfach. Man muss schon ein bisschen haben, ey. Nicht nur Schaubude sein. Ja? Oh. Ja, weil, ja, ich will da fragen, na klar, das zieht er nicht in. Die Feuchtigkeit zieht er in den Raufaser ein und gleichzeitig in den Mauer weg oder sprich Trockenbau. Ne? In dem Moment hast du eine Absperrwand, das ist so, als wenn du Tapeten abweichen will. Ganz normal. Hast du jetzt kapiert, was ich meine? Ja. Wenn die Nähte mal aufgehen sollten, man kann ein bisschen an der Seite, wo die Nähte rauffallert, geht zu Stoß. Ziehst ein bisschen den Spachtel ein bisschen hoch und runter, siehst da was los ist, und dann machst du ein bisschen Farbe hinter und drückst wieder an.